Gamer Gaming. So. Es geht jetzt weiter mit The Evil Within, dem DLC The Assignment. Wir haben uns auf der Speicherkatzen-Couch gespeichert. Und jetzt müssen wir hier erstmal irgendwie zurechtfinden, was wir wo machen müssen. Ich suche jetzt hier einen Weg hier raus. Gibt es hier irgendwas Schönes noch? Sieht irgendwie nicht so aus. Gut, laufen wir mal weiter. Ich habe immer noch keine Waffen. Das eigentlich sehr schade ist, aber was soll's, wir können es nicht ändern. Es ist auch so dieses Hauptaugenmerk dieses DLCs, dass wir hier viel schleichen müssen. Was war das? Entschuldigung, ich hatte gerade was im Mund. Ah, okay, das war eine Täuschung. Gut, nehmen wir so hin. Können wir eh nicht ändern. Gucken wir erstmal weiter. Da ist eine Tür. Und da es hier sonst nichts weiter gibt, gehen wir jetzt auch da rein. So, mach die Tür auf mit aller Kraft. Na, Vorsicht. Wir sind nicht alleine hier. Aber er sieht uns nicht und wir müssen wahrscheinlich genau dahin, wo er auch jetzt hingeht, in diesen Bürokomplex oder was dahinter ist. Also ich muss ja zugeben, ich war hier schon mal, ich habe den ja schon mal angespielt, den DLC. Von daher weiß ich ungefähr, was man machen muss. Von daher weiß ich auch, dass man hier erstmal nach links gucken sollte, weil hier so ein Loch ist, wo wir durchkriechen können. Und da hinten auch ein Tresor steht. Genau hier. So, gucken wir uns hier mal an. Und zwar müssen wir hier Zahlen drehen, logischerweise bei diesem Tresor. Rot, gelb, rot, blau, gelb. Und die Lösungen dazu stehen auf den Bildern. Hier wird es auf einigen. So, eine rote 4. Das heißt, wir drehen bei dem roten Licht auf 4, bei dem blauen auf 10. Jetzt müssen wir noch die gelbe Zahl finden. Also es gibt dann irgendwo noch ein Bild, wo eine Zahl versteckt ist, die ja mit der Taschenlampe dann quasi frei sichtbar macht, whatever. Und da ist sie. Die 11. Okay. Okay, 4 ist rot. Fangen wir mit gelb an, das war die 11. 11, ja. Blau war die 10. Und auf rot war die 4. Tada! Ein Briefsegment, Fragment, ein Stück Nummer 2. Gut, mehr gibt's hier, glaube ich, nicht zu holen. Wir gucken nochmal schnell durch. Nö, das war schon. Einmal dann hier raus. Und dann mal gucken, dass wir irgendwie da unten in diesem Büroraum zurechtkommen. Mit dem Typen da drinnen. Eine Flasche. Und eine tote Leiche. Das war meistens so bei Leichen, dass die tot sind. Der Automat, kann man was bei dem machen? Yep. Noch mehr Flaschen. Eigentlich will ich die Flaschen aufheben, nicht weiter dagegen treten, trampeln. Aber ich kann sie gerade nicht nehmen, schade. Aber es liegt auch daran, dass ich eine Flasche im Inventar habe. Und überhaupt keine aufheben kann oder brauche. So, gucken wir jetzt mal hier rein. Da hinten steht einer. Da hinten ist ein Fahrstuhl und da ist Nummer 2. Okay, es gibt 2 in dem Raum, die ich bisher sehe. Und wir müssen wohl an dem Fahrstuhl da drüben ran. Okay. So,
dann geh mal weg von der Tür. Dann gehe ich da auch rein. Schön leise, schön vorsichtig. Schnell in Deckung. So, da drüben blinkt was Blaues. Dann machen wir uns erstmal den Nebenraum. So, Luft ist frei. Also mal aufpassen, der darf natürlich nicht sehen. Der schleicht hier so vor sich hin. Ja, okay. Geht schnell da rein. Er sieht mich nicht, das ist gut. Da liegt was. Was immer es ist, irgendwie scheint es mit der Telefonanlage zusammenzuhängen. Irgendwas anderes kann ich hier gerade nicht so machen. Okay. Komme ich nicht ran, ist nichts. Die Spinte, da können wir uns ja noch verstecken. Bringt mir aber im Moment eigentlich nicht so viel. Noch werden wir nicht verfolgt. So, jetzt schön vorsichtig. Wo ist er? Wo ist er? Kidman? In die Wand. Okay. Müssen wir kurz warten. Weg. Müssen wir mal das passende Telefon finden. Das war hier auf dem Schreibtisch, glaube ich. Da blinkt es auch. Okay, er geht weg. Ist es der da hinten, der jetzt gleich in den Raum reinguckt? Wir gehen jetzt aber erstmal woanders hin. Sehe ich ja gerade natürlich überhaupt nicht. Das ist eine ganz tolle Position, irgendwie Ausschau zu halten. Ich sehe weder, wo der Typ ist, der am Fahrstuhl steht, noch wo der andere ist, der hier hin und her läuft. Ist etwas kontraproduktiv. Aber wenn wir jetzt hier lang genug warten, dann kommt der andere. Aber das ist dumm. Ah, da ist der. Der läuft immer nur vor und ein Stück zurück und guckt dabei. Aber vielleicht kommen wir auch an dem vorbei, ohne dass wir hier großartig Alarm machen müssen. Er geht zurück. So, da liegt nämlich noch was. Das ist die Laborschlüsselkarte, die werden wir brauchen für den Fahrstuhl. Okay, mich hat niemand gesehen, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Oh, jetzt sind sie beide da. Werfen wir die Flasche, dass der einen abhaut. Wupp. Ah, ich glaube, es hat jetzt gar nicht so viel gebracht. So, er läuft vorwärts und doch gleichzeitig wieder rückwärts. Sieht etwas komisch aus. So, jetzt geht er weg. Ja, schade, das hat das nicht viel gebracht. Die Tür ist zu. Wir müssen erst. Wir müssen die Laborkraft benutzen. Ja. Komm, renn, lauf hier. Bin ziemlich knapp bei Energie gerade. Okay. Nein, 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 nein. Schade. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Das müssen wir nochmal machen. Aber wir haben ja Zeit, haben wir Zeit, haben wir Zeit, haben wir Zeit. Ich nehme mal diese Ladebildschirme. Mann, 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 Mann. So, starten wir wieder hier. Nochmal schnell in die Akten, ob
ich das Briefsegment-Fragment habe. Wo ist es? Ja, ich habe es schon. Das heißt, wir müssen uns das jetzt nicht nochmal im Tresor holen. So. Der ist jetzt weg. Tür ist offen. Die geht diesmal nicht nochmal zu. Ist auch nicht schlimm. Zu dem Automaten brauchen wir jetzt auch nicht nochmal. Wir wissen ja, dass da Flaschen drin sind, die wir eh nicht aufheben können, weil wir eine Flasche im Inventar haben. So, dann gehen wir oder versuchen auf dem direkten Weg in den Nebenraum zu gehen. Okay, der ist weg, dann gehen wir gleich da rein. Und dann können wir den einen zumindest so einsperren. Wenn er dann reingeht, und ich nehme an, den werden wir mit dem Telefon da reinlocken können. Das hätte ich gleich eben ausprobieren sollen. So. Moment warten, bis er weg ist. Noch ein Stück, ja, gut, gut, gut. So. Wieder ein bisschen warten. So, sind sie bald? Nee, der ist noch zu nah. Wenn ich jetzt noch ein Stückchen warte, kommt der andere wieder, genau. Jetzt guckt er nochmal in den Raum rein. Ja, ja. So, jetzt müssten wir eigentlich gleich losgehen. Ja, ganz schnell, komm. Ja, Telefon. Der andere scheint zu reagieren. Ja, er läuft drauf zu. Super. Sieht uns nicht, sieht uns nicht, sieht uns nicht. Auch super. So. So, der ist weg. Jetzt brauchen wir natürlich nochmal die Schlüsselkarte. Die da hinten so super liegt. So. Ein Tisch zum nächsten. Nicht gesehen werden ist mein Ziel. Sehe ihn nicht. Dann sieht er mich vielleicht auch nicht. So, na okay. So würde er mich wohl sehen, das ist doof. Okay, jetzt einmal die Karte geholt. Da ist er. Ja, so direkt komme ich an ihm nicht vorbei. Ich muss so auf die andere Seite, wo ich vorhin es schon mal probiert habe. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Komm hier. Sehr gut. Und jetzt. Ja, das wird alles nicht viel bringen. Das sag ich doch. Also warum sie überhaupt treten kann, das bringt nicht viel. Eigentlich bringt das nur was, wenn man tritt und dann gleich wegrennt. Aber weit kommt man ja nicht, weil sie kann ja nicht ewig laufen. Das ist ja echt ein bisschen schwierig gemacht. Mit Fräulein Kidman. Aber starten wir eine neue Runde, probieren das nochmal. Ja, dreht die Tür auf, geht zur Seite, dann kann ich da rein. Super. Schön vorsichtig schleichen wir wieder entlang. Der Anfang war ja gut. Wir wissen ja jetzt, dass wir den einen da in diesen Raum einsperren können. Das werde ich jetzt auch gleich wieder als erstes machen. Der ignoriert mich auch gleich wieder spontan. Wir können direkt weiterlaufen. Sehr schön. So, einmal hier. Das Telefon mit dem Taschenrechner aktiviert. Sieht jedenfalls aus wie ein Taschenrechner. Dann gucken wir mal, wo läuft er denn? Er läuft da. Okay, jetzt müssen wir noch mal einen Moment warten. Dum dum di dum 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 di dum dum di dum 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 di da dum di da dum 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 dum.
dum dum dum. So, jetzt vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Nochmal einen Moment warten. Luki Luki machen. Komm, dreh dich um, geh. So, der ist weg. Jetzt müssen wir auf den anderen da aufpassen. Mann, Mann, Mann. Und wie schön schnell die beiden noch sind. Dum, 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 die dum, dum. So, gleich, gleich, gleich. Jetzt. Telefon. Schnell verstecken. Er kommt. Wir stehen eigentlich ziemlich nah an ihm dran. Dass der uns nicht sieht, ist ein Wunder. So, aber er ist drinne. Super. Und er ist weg. Wir gucken nur nochmal schnell hier auf die Ecke, ob hier noch irgendwas Schönes liegt für uns, was wir brauchen könnten. Aber es sieht nicht so aus. Also laufen wir jetzt nochmal ganz außen lang. Und versuchen uns die Schlüsselkarte zu besorgen. Schleichen, 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 schleichen. Okay. Und gleich läuft er wieder los. Müsste er jedenfalls. Das war fast schon ein bisschen knapp. Labor, Schlüsselkarte, sehr gut. So. Kann man nicht so weit umdrehen. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier drüben! Versuchen wir mal abzulenken. Ja, super. Hat uns hier gebracht. So. Wo ist er jetzt hin? Sehe ich ihn nicht? Na komm, dann mach einfach schnell die Tür auf. Da ist er. Mal hier nochmal ein bisschen Luft zu kriegen. Und jetzt ab. Ja, komm hier. Mach die Tür auf. Ja. Und jetzt lieber gleich durch den Schacht. Aber er folgt uns ja eh nicht. Von daher glaube ich, war das ganz gut. Okay, da ist Sackgasse. Geht's dann nur hier rum. So. Gucken wir mal und wir sehen nichts. Kann dann nur gut sein. Ja, okay, durch die Tür wäre ich da nicht weit gekommen. Steht ja nur Müll hier rum. Und dann gucken wir mal hier weiter. Sind jetzt auch an einem Kontrollpunkt. Das ist so gut oder schlecht. Ich weiß es nicht. Aber scheinbar scheint hier nichts weiter zu sein. Bis auf diese versteckte Tür da unten. Vergessen Sie nie. Und diese große Tür, auch die große Tür sieht sehr, sehr zu aus. Sonst irgendwie was? Nö, nö, nö. Ja, rotes Licht, keine Interaktion möglich. Von daher, Sackgasse. Gut, dann müssen wir jetzt irgendwie die Tür öffnen, aber so wie es aussieht, müssen wir da noch das alles ein bisschen ausrichten. Weiß jetzt im Moment aber gerade nicht wie. Können wir hier irgendwas drehen? Nö. Also die Lampe ist auf das gerichtet und wir müssen wahrscheinlich dann auf der anderen Seite irgendwie was machen. Okay, hier bringt es mir nichts, Schatten zu werfen. Ist dann quasi vielleicht bloß eine Vorlage für das, was ich bauen soll. Ja, dann versuchen wir mal, diesen einen Strich ordentlich auszurichten. Na, komm. Wie muss ich es denn machen? Stück nach links? Stück nach rechts? Rechts. Na, doch, gerade nicht so einfach. Obwohl es eigentlich eine einfache Aufgabe sein soll. So, das müsste so ungefähr stimmen, aber irgendwie stimmt es wieder nicht. Ich bin noch zu weit oben, hä? Wieder weg, weg, weg. Mann. Willst du mich verarschen? Das
Ah, okay. Es ist unvollständig. Ich muss erstmal sie herausfinden lassen, wie es geht. Ich bin zu vorschnell. Gut. Na denn. Richten. Ja, super, wie schnell es auf einmal geht. Wahnsinn. So, Tür ist auf. Das ist schön. So, jetzt sind wir dann scheinbar wieder irgendwie in einem Laborteil, irgendwie dunklem Raum mit Vorhängen. Könnte auch ein Krankenhaus sein, man weiß es nicht. Gibt es hier irgendwie was Schönes? Bis jetzt nicht. Keine Akten, kein Tresor mit Brieffragmenten, Fragmenten. Aber ein Symbol. Und Apparaturen und Regalen und noch mehr Regale, Kanister, Gegensprechanlage mit Code, die mir aber auch nichts gebracht hat. Naja, dann würde ich mal sagen, wenn jetzt hier alles nichts funktionstüchtig ist, werden wir uns gleich um das Symbol kümmern. Ja. Tada, ein Schreibtisch. Super. Ah, da liegt was drauf. Nach Monaten der Geheimniskrämerei und Indoktrinierung haben sie mich endlich an Bord geholt. Dieser Ort ist ausgesprochen komplex. Trotz des modernen Anscheins basiert die Forschung hier auf über 100 Jahre alten Erkenntnissen. Der Ort ist geschichtsträchtig und wie ich es verstanden habe, ist diese Einrichtung nur eine von vielen. Institutionen, mächtige Familien, sie scheinen viel Einfluss zu haben. Entsprechend groß sind hier auch die Möglichkeiten für mich. Meine Methoden in Beacon haben offenbar ihr Interesse geweckt. Und ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit. Das meiste, woran die Forscher hier gearbeitet haben, erscheint nach heutigen Maßstäben aber archaisch. Immerhin, sie meinten, Geld spiele keine Rolle. Für sie zählten nur Ergebnisse. Meine Aufgaben hier und in der Anstalt bekomme ich unter einen Hut, aber Ruben... Sie sind zwar noch recht unbedeutend, aber für sein Alter sind seine Untersuchungen bemerkenswert. Vielleicht hilft er mir hier irgendwann bei meiner Arbeit. Ja, das war Dr. Menes, glaube ich. Das ist keine Verhandlung, Dr. Jimenez. Wir sollen eine Lösung finden, daher auch diese Einrichtung. Ich verstehe das. Und ich weiß Ihre Geduld sehr zu schätzen. Unsere Geduld hat Grenzen und die sind fast erreicht. Wenn Sie uns nicht mehr weiterhelfen können, müssen wir jemanden finden, der es kann. Überstürzen wir nichts. Ich habe Tests mit unserer optischen Diagnose gemacht. Und ich muss Ihnen etwas zeigen. Bitte, kommen Sie. Der Projektor ist nebenan. Okay, das war dann wohl wieder ein Stückchen Fetzen aus der Vergangenheit. Geheime Gespräche zwischen Mobius und dem Dr. Menes. Das muss zu Zeiten gewesen sein, als Ruvik noch nicht Ruvik, sondern noch Ruben war. Ganz am Anfang. Aber es hat sich wenigstens auch eine Tür damit geöffnet. Jetzt können wir hier runtergehen, oder sind sie jetzt auch unten? Mal gucken, was es hier dann so Schönes gibt. Ich höre zwar irgendwelche komischen Geräusche, aber sehe nichts. Also nichts, was mir weiterhilft. Okay. Das war Ruvik. Der scheint mich zu beobachten. Kann man da reingehen? Nee, scheint gerade nicht so.
So, da muss ja irgendwo ein Projektor sein. Nehme ich an, wenn sie zu einem Projektor... Ah, da ist noch eine Tür. Projektor gehen wollen. Ich glaube, die Tür war eben auch noch nicht da. Egal. Wir sind jetzt hier. Da knistert schon wieder irgendwas. Ah, okay. Da ist das Symbol. Da kann man dann wohl gleich drauf leuchten. Gucken wir aber erstmal kurz noch den Raum an. Wobei es hier nichts zu entdecken gibt. Also, gucken wir uns mal den Projektor an, der jetzt erscheint. Und endlich mal wieder ein Film. Wir hatten bisher keinen Erfolg, weil wir nur Bilder und Audioreize verwenden. Alles nur passive Einflüsse. Selbst bei meinen geistig beschränkten Patienten funktioniert diese Methode nicht. Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, müssen wir neue Wege gehen. Wir brauchen direkten Zugang. Und was schlagen Sie vor? Es ist, nun ja, wie soll ich sagen, eine Art Hobbyprojekt. Ein mechanochemischer Vorgang. Mit ihm sollten wir direkten Einfluss auf die Person haben. Vielleicht sogar Zugang zu seinem Unterbewusstsein. Ich habe die Daten nebenan. Ich zeige sie Ihnen. Das Video. Das haben Sie mir gezeigt, als ich hier ankam. Aha, ist auch ein wunderschönes Video. Und erinnert mich gleich wieder an Outlast. Da gab es nämlich auch ein Video im Pseudo-Kino. Und dieser Film ähnelt diesem Film ja gerade sehr. Auch wenn ich jetzt nicht davon ausgehe, dass die beiden Spiele da irgendwie gemeinsame Footage benutzen. Also Filmchen oder so. Ist auch egal. Wir gucken jetzt mal weiter, ob wir jetzt irgendwie hier weiterkommen, ob eine neue Tür auf ist. Ah, da sind sie, da sind sie, da sind sie. Okay. Der nächste Raum. Lauter kleine Einzelkabinen, abgetrennt von medi-durchlässigen Vorhängen. Da ist ein Zeichen in der Tafel. Gibt es hier sonst irgendwie was? Handschellen oder Fußfesseln? Was in den anderen Kabinen? Das ist eine Wand. Falsche Richtung quasi, da kann man nicht durch. Schreibtisch und nochmal ein Symbol an der Wand. Okay, hier dahinter noch was? Nee, nur ein altes Bett. So, von wo komme ich jetzt? Ich verliere immer so schnell den Überblick. Hier war ich schon, glaube ich. So. Zwischen die Kabinen können wir nicht. Das sieht aus, ob da hinten, ob da jemand liegt, sitzt, auf jeden Fall sich nicht bewegt. Dann haben wir hier noch einen Raum. Aber dasselbe Bild wie in den anderen Kabinen auch. Schreibtische, Maschinen, nicht zu machen. Und eine Tafel mit Symbol. Dann gucken wir mal. Das sieht aus wie die Badewanne vom Stem. Wo die Probanden drinne sitzen. Ja. Okay. Gut, aber sonst ist hier nichts weiter. Kein Rätsel, kein Tresor, keine Akte, kein Dokument. Dann gucken wir uns mal dann gleich die anderen beiden Tafeln an. Und da gab es ja auch noch Symbole. Dann machen wir hier das zweite. Okay, das ist nochmal ein Plan von dem Stem. Diesmal sieht es von oben aus. Also die Anordnung der Wand, die wir eben gesehen haben. Dann gucken wir mal auf die letzte. Die war, glaube ich, hier, ja.
Oh, und das ist nochmal eine Frontal- oder Seitenansicht, wie man es will. Gut, und jetzt? Diese Forschungsdaten sind genau das, was wir gesucht haben. Ich nenne es STEM. Sicher werden Sie und Ihre Vorgesetzten sehr zufrieden damit sein. Sie sagten, das Design stamme von einem Ihrer Schüler. Was ist dann bitte Ihr Beitrag? Er ist eine labile Persönlichkeit. Es ist wohl besser, wenn ich weiterhin als Kontaktmann fungiere. Bringen Sie den Mann her. Wir werden sicher ein produktives Gespräch führen. Wie war noch gleich sein Name? Ruben. Ruben Victoriano. Ja. Der gutste Ruben. Und jetzt ist alles wieder dunkel. Jetzt ist alles vorbei. Und wo muss ich... Okay. Kurz erschreckt. Alles wieder gut. Es wird jetzt wohl niemand durch diese Tür kommen. Wäre schön, weil ich kann mich nicht großartig verstecken hinter durchsichtigen Vorhängen. Das bringt mir nicht so viel. Aber... Wo bin ich jetzt überhaupt? Ja, da ist das rote Licht, da muss die Tür sein, glaube ich. Manchmal ist mir echt zu dunkel. Da bringt auch die beste Taschenlampe nichts. Da ist die Tür. Also hinter, neben mir. Das haben wir eben schon angesehen, das war der Schaltplan der Wanne. Gut, dann gucken wir mal da rein. Und wir sehen gerade noch nicht so viel. Eine Tür, aber irgendwie da ist noch eine Tür. Ja, ich habe eine Nachricht bekommen, die interessiert uns jetzt aber gerade nicht. Das trägt nicht zum Spiel weiter. Eine zweite Tür. Okay, wir gucken mal an die. Oder gucken wir nicht. Wir machen erstmal die Tür auf. Nein, wir gucken. Kommen nicht durch, aber. Da stand jemand. Da steht immer noch jemand. Okay. Das war, glaube ich, Laura, die Schwester von Ruben, als sie noch lebte. Ja, Laura ist auch ein ganz nettes Mädchen und ein ganz nettes Monster dann später. Ich habe sie gehasst im Hauptspiel, aber das ist eine andere Geschichte. Tut hier nicht zur Sache. Wir gehen durch die Tür. Sollte allerdings bis zu Ende drücken, dann geht es hier auch ganz auf. Zieh. Juhu. Neuer Bereich, neues Glück. Sieht alles sehr ruhig hier aus. Administration. Escalators. Andere Möglichkeit habe ich ja nicht. Das Tor ist wohl zu, ja. Dann gehen wir mal die Rolltreppe nach unten. Ah, ich höre Stimmen. Klingt nach Josef und Sebastian. Ja. Da war Leslie vorhin. Und jetzt die beiden. Wo wollen sie hin? Ja. Jeder ist in diesem Raum, nur du nicht.
Aber du musst wahrscheinlich auch da rein. So, die Tür ist zu. Was gibt's hier noch? Nur Müll. So, was steht hier? Erdgeschoss. Gut, dann haben wir einen Handscanner. Agentenstatus entlassen. Für Neuauthentifizierung Biometrieabteilung kontaktieren. Okay, also ich komme da jetzt nicht durch. Ich bin entlassen, aus welchem Grund auch immer. Wir müssen jetzt in die Biometrieabteilung uns dann wahrscheinlich ein neues Profil erstellen oder sowas. So, wo ist diese Abteilung? Biometrie, okay. Dann gehen wir da mal rein. Oh, eine Katze! Eine Speicherkatzencouch. Dann werde ich auch gleich mal Speicherkatzen. Und dann gehen wir im nächsten Video in diese Biometrieabteilung und erstellen uns da dieses Profil oder sowas, damit wir den Handscanner wieder benutzen können. Ihr könnt liken, teilen, abonnieren und wir sehen uns dann quasi im nächsten Video.